Hey Leute. Entschuldigung. Also, ich habe zwei Sachen anzukündigen. Alle, eigentlich drei. Und zwar, na gut, naja, was heißt drei? Und zwar habe ich Tipps von den Figurensammler bekommen. Ich habe ja vorher immer ohne mein Dings, also ohne eine Lampe, gefilmt, deswegen waren meine Videos auch immer so dunkel. Und jetzt habe ich jetzt eine Lampe. Und ich habe auch hier, das habe ich jetzt, weiß nicht von denen, habe ich jetzt hier, also meinen Tisch, bisschen mit Geschenkpapier, halt dekoriert, weil ja sowieso Weihnachten ist, also in zwei Tagen. So. Und ich, ja. Und ich benutze zum Zeigen einen Kuli. Jetzt zum Beispiel hier das Jurassic-World-Zeichen oder die Streifen. Ja. Weil meine Finger sind nämlich etwas dreckig, weil wir in der Schule halt was gemacht haben. Gebastelt. Leider, was übelst langweilig war. Das gehört eigentlich jetzt nicht mehr dazu, das ist eigentlich privat, aber nee. Deswegen sind meine Finger halt etwas schmutzig und ich habe das nicht richtig sauber bekommen. Deswegen. Ich mache es jetzt immer mit dem Kuli. Und ja, wir haben Weihnachtsgeschenke gebastelt. Oh. Leute, wie findet ihr das? Wenn ihr in die Schule Weihnachtsgeschenke bastelt, wenn ihr es macht, langweilig oder cool? Ich finde es eher ein bisschen langweilig. So, und zwar, es geht eigentlich jetzt nicht darum, ich fange jetzt an mit dem Video. Jo. Also, es geht um den Paracephalosaurus von Jurassic World. Okay, also, hier ist das Jurassic World Logo. Wir fangen am besten an mit dem Karton. So, also der Karton ist eigentlich wie bei jedem, weil das ein anderes Schrift drauf ist und ein anderes Bildchen. Hier das anders da. Ja. Ja, das ist ein bisschen, also ist manchmal anders dargestellt. Und jetzt warte ich mal bitte kurz. Na los. Wir hatten doch endlich. Och man. So, Leute, es tut mir jetzt übelst leid. Es wird sich irgendwie jetzt nicht fokussieren. Los. Wartet bitte nochmal. So, wartet. Jetzt? Okay. Also hier. Hier ist Jurassic World Action Saurier. 13,99 € hat die Figur gekostet. Ja, das habe ich dran gelassen. Warte, wo ist Deutschland? Ich suche Deutschland. Deutschland. Stoß Action. So, hier ist unsere T-Rex-Dame. So, hier ist die Rückseite von der Box. Hier sieht man den Paracephalosaurus. Hier oben ist wieder das Jurassic World Logo. So, Kopf mit Stoßattacke. Ja. So, hier oben steht dann nochmal Paracephalosaurus und hier, das sieht man vielleicht nicht so richtig, Leute, es tut mir ein bisschen leid. Jetzt, zum Nachspielen der Saurier-Abenteuer von den Filmen. So, das war jetzt die Box. Die mal jetzt wegschieben. So, jetzt kommen wir zu den Saurier. So, der Saurier ist jetzt hier, der Paracephalosaurus. Also, der hat hier oben diese Ram-Action. Die halt dann geht, wenn man den Schwanz nach unten drückt. Das ist eigentlich eine ganz schöne Figur, finde ich.
Jetzt kommen wir zu den Details. Also hier hat der Paracephalosaurus diese kleinen, wie soll ich sagen, Knochenteile. Jetzt wartet bitte nochmal. So. Fokussier wieder. Jetzt geht's oder nicht? Eben gerade hat es geklappt. Ja, jetzt wieder. Okay. Hier ist diese Bisswunde. Jurassic World Logo. Der hat auf dem Rücken Streifen. Streifchen. Von Hals bis zum Schwanz. Hier ist ihnen ein kleiner Fehler unterlaufen. Hier haben sie nämlich so und dann hier einen kleinen Strich. Aber das finde ich halt nicht so schlimm, weil das beim Spielen bestimmt sowieso auch nicht so auffällt. Also, hier ist er von vorne. Der Bauch ist so weiß. Weiß. Der Kopf ist schwarz-weiß. Die Augen sind so lila-weiß. So, jetzt kommen wir zur anderen Seite der Figur. Okay, wir haben bei dieser Figur 1, 2, 3, 4 Schrauben. Diese Figur ist eigentlich mehr so gelb erhalten. Und man sieht am Bein, sieht man die einzelnen Schuppen. Schade finde ich, dass sie hier bei den Jurassic World Paracephalosaurus die Zehe nicht extra angemalt haben und die Finger. Der ist ja fast wie ein Mensch. Der hat schon 3 Finger. Also, ja. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Figur. Würde ich euch empfehlen. Ja, das war's auch mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal.